Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Star Wars: The Old Republic Schatten von Revan. Letzte Folge war noch auf Rishi, jetzt geht's weiter auf Yavin 4. Da geht's direkt hin. Sprich mit Darth Maar auf Yavin 4. Gut, die Schiffssequenz hätte ich jetzt so gesehen nicht überspringen können. Aber egal. Gut, dann raus hier. Und gucken, wie es hier aussieht. Gut, ich weiß es ja schon, aber ihr vielleicht nicht. So, da wären wir eigentlich auf Yavin, auch wenn die Hälfte der Textur noch nicht richtig geladen ist. Wow, jetzt habe ich erstmal einen Buffer bekommen, krass. Nee, das Ja, sind wir gehen jetzt einfach nicht mal rein. schlecht. Ich hoffe mal, es lädt jetzt hier nicht zu lange. Sonst wird es irgendwann nachher dumm. Ja, passiert da jetzt auch noch was? Boah, das laggt wie die letzte Kacke hier. Oh, Alter. Steht kein Zweifel. Der Imperator befindet sich auf diesem Mond. Revan ebenso. Und noch eine andere Präsenz, wenn die Großmeisterin recht hat. Die andere Präsenz ist undeutlich. Die dunkle Seite hier ist allgegenwärtig. Sie erfüllt diesen Mond. Ich war auf Orikon, aber das hier ist etwas ganz anderes. Keine Überraschung. Fürchtet ihr euch? Ihr seid nutzlos, Attil. Orikon stand unter dem Einfluss der Schreckensmeister, aber selbst ihre vereinte Kraft ist kein Vergleich zu der des Imperators. Der Revan-Orden hat seinen Stützpunkt in einem alten Massassi-Tempel. Dort ist die dunkle Seite am stärksten. Wir haben einen Bereich so nah wie möglich am Tempel gesichert. Die Unmengen an Massassi haben uns dabei gewisse Schwierigkeiten bereitet. Vielleicht wäre die Situation ja jetzt anders, wenn ihr unsere Aufklärungsteams vor den Massassi gewarnt hättet. Ja, wir müssen zusammenarbeiten. Macht euren Job, Theron. Klärt mich auf, Massassi sind. Was ist ein Massassi? Genetische Verwandte der reinblütigen Sith. Barbarische Krieger. Ich dachte, ihr würdet das wissen. Bringt ihr euren Leuten denn gar nichts bei, Lana? Agent, reißt euch zusammen. Darth Maar und ich konnten eine Einigung erzielen, aber es ist offensichtlich, dass viele hier noch an ihrer Kooperationsbereitschaft arbeiten müssen. Wenn ihr uns dabei helft, unsere Position zu sichern, würden sich die anderen ein Beispiel an euch nehmen. Wenn wir wollen, können wir durchaus pragmatisch sein. Setzt da draußen eure Fähigkeiten ein. Wir bleiben in Verbindung. Die Koalition. Okay, wie immer könnte ich das durchlesen. Wenn ihr einfach im Video Pause drückt. Wie man es ja kennt. So, Konföderation. Ja, diesmal gibt es keine Rüstung mehr, sondern diesmal Kisten. Und Yavin Ruf. Den ich aber auch nicht mehr brauche. Boah, Alter, hör auf zu laggen. Boah, lag. Laggy lag. Und ab ins erste Gebiet. Kostet uns sogar gar nichts. Finde ich ja nett vom Spiel. So, was müssen wir machen? Wir müssen laggen. Nein, das wollen wir eigentlich jetzt gerade nicht. Okay, keine Ahnung, warum das eigentlich so doll laggt. Ich vermute mal, das liegt an dem Windows 10 Update da im Hintergrund, was da noch läuft.
Achso, das ist die gleiche Quest wie bei den Dailies. Genau, das wollte ich auch mal irgendwann beim Stream zeigen. Habe ich aber bisher nie gemacht, weil ich irgendwie dazu kam. Also grundsätzlich, glaube ich, macht man ja einmal genau die Quest wie bei den Dailies. Und wenn es wirklich dann genau die Quest sind, werde ich sie dann, glaube ich, auch später dann überspringen. Kein Problem. Wir müssen ja die Daily so oder so nochmal spielen, um dann am Ende zum Endboss zu kommen und natürlich auch um Zeos nachher spielen zu können. Krakia. Okay, was auch immer das sein soll. So, hier bin ich ja bestens eingeübt, das habe ich ja damals immer täglich gespielt, hier den Scheiß. Die Dailies waren so furchtbar wie nie. Weil die einfach immer so eintönig und ja, langweilig einfach waren, genauso wie Ilum so gesehen. Ist halt so. Ja gut, aber als ich dann den Ruf feuerte, habe ich die Dailies dann irgendwie nie wieder angefasst. Steinrochen. Das sind diese komischen Flugviecher hier. Flugviecher, sage ich schon, Vögel. Ja, ja, ist gut. Ja, wir machen hier einfach mal weiter. 3 von 6, die anderen 3 befinden sich dann im Rap-Gebiet. Gut, dass wir nicht in der PvP-Instanz sind. Hier diese Sith-Geister, die kann man auch rechtsklicken, dann bekommt man, wenn man alle gefunden hat, einen Erfolg. Das will ich jetzt aber nicht machen, weil ich die schon habe. Und nochmal machen würde ja irgendwie sinnfrei sein. So. Ob ich nun die Dailies mit aufnehme oder nicht, das weiß ich noch nicht so ganz. Hallo Karte. Kommt halt darauf an, wie viel wir jetzt hier in der Story davon sehen. Weil nochmal alles nochmal das gleiche zu zeigen, macht das auch nicht so viel Sinn. Auf jeden Fall, diese Quest, die gibt es auch als Daily. Und das sieht genauso aus wie in der Festung. Ich denke mal, das wird das gleiche Element sein. Boah, Alter, wie lang ist denn diese Scheißhöhle? So, jetzt. Grünmoor, das ist das republikanische Gebiet. Also der republikanische Flugpunkt ist irgendwo da hinten. Auch hier müssen wir diese 3 Dinge aktivieren. Was grundsätzlich wieder total laggt. Wer hätte es gedacht? Hier diese Läufer, die muss man auch für einen Erfolg zerstören. Ich weiß gar nicht, wie viel es davon gab. Hier, wenn man einmal alle Läufer zerstört, bekommt man einen Erfolg. Das weiß ich noch ganz genau. Auf Zios gibt es ja sowas ähnliches auch. Da werde ich auf jeden Fall auch alle Positionen der Läufer zeigen. Und ich werde euch auch diesmal dieses auf Zios Designer Secret zeigen, was ich euch im damaligen Let's Play mit dem Schurken war, das glaube ich, nicht gezeigt habe. Oh, Alter, hör auf zu laggen. Ja. Habe ich euch ja aufgrund eines Bugs nicht zeigen können, beziehungsweise nicht gezeigt. Können hätte ich es theoretisch schon, aber eben das Spiel hat es mir nicht so ganz erklärt. Ja, komm. Deswegen machen wir es dann diesmal. Aber ich denke mal, dass Zios noch ein bisschen hin ist. Ja, wenn müssen wir schließlich erstmal durchkriegen, dann kommt ja noch der Endboss und dann kommt erst Zios. Und danach fangen wir erst mit Fallen Empire an. Da sieht man schon eine Champion-Wache. Okay, ab hier ist was anderes, denn bei der Daily-Quest wäre jetzt hier theoretisch Schluss. Würde man das einfach die Belohnung bekommen. Hier müssen wir noch ein bisschen weitermachen. Boah, Alter, seht ihr das, wie das laggt? Boah, Alter, was laggt das denn so? Ich weiß nicht, ob das jetzt am Windows 10 hier im Hintergrund liegt. Oder woran auch immer. Ich vermute mal schon, dass es daran liegt. Was anderes läuft hier gerade gar nicht im Hintergrund, was irgendwie Speicher frisst. Ich habe nicht mal Notview oder sonst irgendwas aktiv. Auch meine Videobearbeitung habe ich gestoppt, ganz einfach, weil es noch mehr geleckt hätte. Okay, Randa, ich denke jetzt mal ein Gespräch, genau. Lana hier. Es hat sich eine Gelegenheit für uns aufgetan, wenn ihr interessiert seid. Sprecht weiter. Es gibt ein zusätzliches Überwachungssubsystem in der Ausrüstung, die ihr installiert habt. Ihr könntet es aktivieren und so einstellen, dass es Funkverkehr und Manöver der republikanischen Truppen aufzeichnet. Sag mir wie. Ich habe eine nützlichere Idee. Ganz schön hinterhältig. Gefällt mir. Okay, ich helfe euch bei der Modifikation. Willkommen. Okay. Wie ihr wünscht, mein Sith Lord. Boah, Alter, seht ihr das hier? Ich sehe, er führt nur jeden dritten Frame.
Okay, also wenn das jetzt noch so weiterlegt, dann mache ich erstmal eine Pause. Okay, ich mache jetzt erstmal eine Pause. Weil so kann ich ja nicht spielen, das ist ja ekelhaft. Okay, das Laggen scheint sich etwas beruhigt zu haben. Von daher mache ich jetzt erst einfach mal weiter. Ich werde aber noch mal ganz kurz da hinten reinfahren, auch wenn das Rap-Gebiet ist. Um die Karte einfach da mal aufzudecken. Auch wenn ich jetzt die XP nicht so nicht unbedingt brauche. So, zack. So, geschafft, ohne zu pullen fast. Zumindest beim Reinfahren. Ja gut, das will ich aber auch nicht mehr gerade. So, kehre zu Darth Maul zurück. Das heißt, wir können uns theoretisch einfach umbringen. Mache ich auch. Kriegen wir zwar ein bisschen Rep-Kosten angerechnet, aber... Ja gut, egal. Wo spawn ich Es jetzt ist noch überhaupt? keine Zeit zum Sterben. Okay, jetzt spawn ich da, aber egal, dann nehme ich eben die Schnellreise zurück. Jetzt bin ich nämlich ein Gebiet weiter gespawnt. Das ist übrigens auch ein kleiner Trick, um hier etwas schneller zu sein. Und ja, okay, es läuft jetzt auf jeden Fall definitiv viel flüssiger als gerade eben. Da weiß ich nicht mal, was ich gemacht habe. Das Update ist nämlich immer noch nicht fertig. Noch lange nicht. Wir wissen jetzt mehr darüber, was zwischen uns und dem Tempel steht. Als erstes sind da die Masasi. Wir wussten schon, dass wir es mit ihnen zu tun kriegen, aber jetzt wissen wir, dass es richtig viele sind. Mit den Masasi kann man nicht reden oder verhandeln. Sobald wir ihr Gebiet betreten, werden sie angreifen. Und weiter? Die Elite der imperialen Garde wird in speziellen Anlagen trainiert. Sie werden zu physischer Perfektion geschmiedet und man flößt ihnen eine unerschütterliche Loyalität ein. Eine dieser Anlagen haben wir zwischen uns und dem Tempel gefunden. Der Imperator muss sie im Geheimen errichtet haben lassen. Und es befinden sich menschliche Lebensformen darin. Unabhängig davon, ob es Revaniter oder die Wachen des Imperators sind, sie werden nicht darauf aus sein, uns zu helfen. Ich werde das untersuchen. Ich kann sehr überzeugend sein. Kümmert euch darum, Satil. Aufsässige zur Raison zu bringen, ist eine meiner Spezialitäten. Überlasst das nur mir. Was ihr vorhabt, kann ich nicht gutheißen. Und was glaubt ihr, tun eure Agenten im Namen der Republik? Dieser Ort ist von großer strategischer Wichtigkeit. Macht seinen Bewohnern klar, dass die Anlage jetzt uns gehört. Okay, infiltriere das Trainingsgelände. Machtlord, macht Heiler. Ich denke mal Machtlord, weil ein Heiler spiele ich ja eigentlich nicht wirklich. Boah, Quelle sind auch wieder aber fast voll. Ich liebe das. Gucken, ja gut, hört sich auf jeden Fall gut an und sieht auch gut aus. Okay, nehmen wir mal die zwei Dinge. Das Gute ist jetzt ja, dass man die Kisten ja auch als bevorzugten Free-to-Play spielen mittlerweile auch so nehmen kann. Und ja, man kann sie einfach mittlerweile auch nehmen, was ich deutlich besser finde als damals. So, dann ab wieder auf den Gleiter und dann ab Zeige ins alle zweite Gebiet. autorisierten Ziele an. Ich überlege mir sogar gerade, ob es nicht fast sogar schon sinnvoll ist, einfach ins dritte Gebiet schon zu fliegen. Ja, doch. Reiseroute bestätigt. Das meinte ich übrigens gerade. Ich fliege schon mal dahin, weil das glaube ich etwas dichter ist, als wenn ich jetzt nur nach da fliege. Genau, da fliege ich nämlich jetzt bis... Genau, weil das Gebiet hat keinen Taxipunkt, genau. Fliege ich jetzt nämlich bis da hinten ungefähr und habe dann einen kürzeren Weg, weil so hätte ich jetzt nämlich nochmal durch die ganzen Höhlen durchrennen müssen. Sparen wir uns etwas Weg. Und ich glaube auch diese Quest ist identisch mit den Dailies. Genau. Was ich aber ehrlich gesagt ziemlich schade finde, dass sie bei der Story größtenteils eigentlich immer nur die Dailies nehmen. Ja gut, so weit will ich jetzt eigentlich auch nicht fahren. Genau, hier will ich hin. Ach, Alkovenlager steht da. Ich habe das jetzt Alkohollager gelesen. Alkovenlager, genau. Da steht's auch nochmal. Ich habe jetzt übrigens auch keine Ahnung, wie lang die Folge ist. Wie immer. Aber ist ja nichts Neues bei mir. Von daher. Da ist irgendwo ein Weltboss da hinten. Gibt's auch später eine Quest dafür. Ich weiß gar nicht, was man dafür bekommt. Ich glaube, mit Lila einen Ruf. Mindestens. Und keine Ahnung, was man sonst bekommt. Also das hier ist ohne Quest, die es in den Dailies gibt. Einfach nur Gegner besiegen. Bei den Dailies hatte ich ja früher auch eine ganz bestimmte Route, die immer sehr gut funktioniert hat. Bin ich mal perfekt auf die Gegneranzahl gekommen, es sei denn natürlich ein anderer Spieler war da und hat mir Gegner weggeklaut. Und natürlich keine Gruppeneinladungen genommen. Also schlaue Spieler nehmen ja Gruppeneinladungen grundsätzlich immer an.
Und dummes Spieler eben nicht. Und wenn man eben eine von der dummen Sorte hat, dann ja, hat man das, ist das ein bisschen doof. Und sowas gibt es ja leider immer noch. Leute, die Gruppeneinladung einfach ablehnen, ohne mal vorher nachzudenken. Warum man einen überhaupt eingeladen hat. Ich meine, ich lade da keine Leute ohne Grund ein. Ich lade da Leute deswegen ein, weil ich mit denen zusammenspielen möchte. Einfach nur zu sagen, ja gut, dich kenne ich gerade mal nicht, muss ich gleich ablehnen? Nee, das finde ich totaler Quatsch. Also weil ich ein Spiel nicht kenne, heißt es noch lange nicht, dass ich ihn deswegen nicht in eine Gruppe einlade. Oder er mich deswegen nicht einladen darf. Scheiße. Off to laggen. So, wow, 59% ist er hier fertig. Läuft doch deutlich flüssiger als vorhin. Ja gut, jetzt doch nicht mehr. Man davon redet eben nicht, aber kurzzeitig lief es zumindest flüssig. Boah, Alter, seht ihr, dass sie das wieder leckt? Ja, komm, wenn du mich wegschubst, dann habe ich auch nichts dafür. Das ist nämlich noch schlimmer. Aber wenn wer gefühlt alle paar Sekunden Frame fehlt, ist das schon total ekelhaft. Ich meine, ich nehme ja immer in 30 auf. Auch wenn er mir jetzt hier gerade unten 60 anzeigt. Jawohl, 67. Ja, fuck, falsche Statue. Die hier will ich doch. Ich glaube, ich werde mich nie daran gewöhnen. Welche Statue ich wann rausholen muss. Ich hole immer noch viel zu oft die Revan-Statue raus. Also hier gibt es übrigens auch noch eine Bonus-Quest, wenn man diese Fässer jetzt erstellen muss. Und die würde ich euch auch dringend empfehlen zu machen, denn die macht nämlich bei den Gegnern auch Schaden. Und zwar auch nicht gerade wenig. Hier gibt es auch nicht total viel, aber auch nicht wenig. Das sich auf jeden Fall lohnt. Okay. Hier bin ich jetzt gerade absichtlich da am Rand lang gefahren. So, bei der Kiste kann man auch besonders geil sein, denn erst recht die schwachen Gegner, die fallen davon auch noch zurück. Und ja, das macht es dann etwas einfacher. Hallo, ich habe doch geklickt. So, den will ich ignorieren, auf den habe ich nämlich keinen Bock. Auf euch habe ich aber Bock. Hier bei dem Typ gibt es nämlich auch noch eine Daily Quest. Dass man da ein paar Gegner besiegen muss bei dieser Platte da. Oder bei diesem Trainingsfeld, nenne ich es jetzt einfach mal. Also hier muss man auf das Ding raufklicken da in der Mitte. Und dann kommen Gegner raus. Die muss man halt besiegen. Okay, was für Gegner brauche ich noch? Brauche ein paar von denen noch, okay. Also machen wir noch kurz die Kiste hier kaputt. Und dann einfach mal so. So, jetzt brauche ich noch zwei goldene. Wo sind die denn? Okay, goldene brauchen wir noch. Hier ist auch nochmal so ein komischer Läufer. Also mitnehmen, falls ihr noch nicht besiegt hattet, wann auch immer, was auch immer. So. So, von denen haben wir schon mal genug. Da ist auch noch einer. Wenn es nicht jetzt der gleiche war. Ne, müsste ein anderer sein. Ich glaube, so schnell bewegen sich noch auch wieder nicht. So. Ja, ich weiß, die Quellen sind alle fast voll, aber das ist mir jetzt gerade ziemlich egal. Moment, ich habe immer noch 19 von 20. War da nicht gerade eine? Oh, warum habe ich immer noch 19 von 20? Oder hat er jetzt nicht gezählt, weil es ein anderer war? Mann! Ich hasse es, wenn mich Gegner wegschubsen, wenn ich gerade einen Skill caste. Könnt ihr mich denn nicht danach oder davor wegschubsen? Nein, ihr müsst es genau da machen, wenn ich dieses einen Skill casten will. Na, Donnerschlag kann ich auch während der Bewegung machen. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie lang die Folge ist. Von daher machen wir jetzt noch schnell diese paar Gegner da fertig und dann war es das. Nur weil ich nicht weiß, wie lang die Folge ist. Ich weiß. So, ich sag egal, wenn die Folge eine halbe Stunde geht, interessiert ja so gesehen keinen. Ja, komm! Immerhin hat das diesmal erst gemacht, als ich meinen Skill schon fertig gecastet habe. Aber nerven tut's trotzdem immer noch. Hallo, ich wollte hier raufklicken. So, nehme ich jetzt noch kurz die von da hinten mit. Ja, wo ich kann noch. Nee, ich brauche die da hinten, wegen der Kiste.
Also mit der Kisteneinteilung hat auch übrigens perfekt geklappt. Okay, ab hier gibt es auch einen kleinen Unterschied zwischen der Daily. Da bei der Daily müsste man jetzt hier zu dem Teil hier hingehen. Dort hier einmal draufdrücken, dann kommt so ein Gegner. Ich glaube, ein starker ist das und ein schwacher, glaube ich auch. Oder ein Elite, weiß ich nicht mehr genau. Und den muss man halt besiegen, da hat man die Quest geschafft. So, jetzt aber genug gelabert. Ich beende jetzt erstmal die Folge, weil ich keine Ahnung habe, wie lang die ist. Bis bald und ciao.